So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotrax-Simulator. Wie man sieht, mittlerweile dunkel in Berlin. Dinge sind geschehen. Soll es aber gar nicht weiter interessieren. Wir machen weiter. So. Wir hatten, glaube ich, noch eine Mission, wo wir noch ein paar hundert Kilometer fahren mussten. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie weit wir da überhaupt schon waren. Oh, okay. Fast schon am Ziel. Plus noch 40 Kilometer. Na gut. Da. Dem. Fertig zum Losfahren. Nett. Komm, beginne ich das Spiel. Da darf ich wieder Geld zahlen, ja. 35.000 haben wir bereits. Können wir bald den ersten Kredit zurückzahlen. Was macht der LKW hinter mir? Links, rechts, links, rechts. Der wird sich echt nicht einig hinter mir gerade sein. Wieder links und wieder rechts. Ey, was ist los mit dem Jungen? Der hat doch Lack gesoffen. Ah, ja, es bleibt da rechts. Oh, gut, wir hauen doch viel zu schnell. Ah, aber uns wird Platz gemacht. Sehr lieb. Wow. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Just perfect. Ausgezeichnet. Yeah, liebe sich ihm. Ich würde mal sagen, unseren ersten Punkt würde ich. Ah, wir machen einfach fertig an. Let's go. So.
Ich will gerne einfach mal wieder just for fun gucken wegen elektrischen LKW. Leider kann man dann auch immer noch nicht filtern. Finde ich ein bisschen schade. Ne. Das sehe ich erstmal nicht, warum man das filtern sollte. Problem ist, es gibt mittlerweile so viele Sachen, dass das Menü einfach durchzusuchen ewig dauern dürfte. Oh Mann, ey. Also lukrative Aufträge kriegen wir damit auf jeden Fall keine. Ich hätte mal doch hinten anfangen sollen zu suchen. Ich meine, wir haben aktuell Aufträge für... Ja, immer noch 28. Und jetzt, also jetzt sind wir hier schon bei 17. Vor allem, dass du halt auch mal warten musst, bis die Icons alle aufgeladen, also hier geladen sind. Gibt es überhaupt elektrische LKWs hier? Ah. Ja, kurz mal gerade. Okay. Ich sehe natürlich bei der Hälfte. Das nicht gut. Ah, da ist einer. Vielleicht weniger als die Hälfte. Na komm, ist ein Kurzauftrag. So. Lass uns loslegen. Die Mutter geht gar nicht an. Ist, links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, schade. Wollte gerade schauen, ob er schafft, die eine Handbremse zu übersteuern. Aber schafft er wohl nicht. Demnächst links abbiegen. Was? Zu schwer? Ah, 20 Tonnen gerade mal. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie kann ich so?
immer geradeaus. Versuchst du uns gerade zu überholen? Bleib mal schön hinter mir. Ne. Oh, schon bremst du wieder komplett. Immer geradeaus. Kommst du nicht hier vor mir? Ey, die Bild checken mich ja alle. Warum blick ich? Hat er keine Räder? Der ist auch schief, ne? Sah gerade sehr komisch aus. So, nur fair, dass das unser erstes illegales Straßenrennen mit einem Elektro-Truck ist. Vielleicht kriegen wir sogar den Akku leer gelutscht. Gut, die Straßen hier sind relativ eng. Ah, wir sind wieder hier beim Hafen. Ist doch das Hafengebiet. Verkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut, die Elektro-LKW-Bremsen sind doch wesentlich schwächer als die normalen. Diese regenerative Bremse ist nicht gerade der Hit. Ich gehe mal auf die Bremse und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Er bremst gar nicht. Okay, also zum Ende hin bremst er ordentlich, aber er braucht ewig, bis er überhaupt mal anfängt zu bremsen. Holy shit. Biege nach links ab. Da ist schon schlimm. Immer geradeaus. Ja, wahrscheinlich, weil er erstmal runterschalten muss, ne? Weil die regenerative Bremse funktioniert dann relativ gut, wenn der Motor im hohen Drehzahlbereich ist. Und dafür muss er halt runterschalten. Und ja, für den Schaltvorgang braucht er halt ein bisschen. Wow. Die rote Zahl hat gerade geflackert. Ja, komplett über... Also dieser Verzug zwischen Bremsen und dass überhaupt erst anfängt zu bremsen, ist schon echt merklich. Ey, wo müssen wir hin? Nach oben, ne?
Nee, nach unten. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, wow, warum hast du wieder gebremst? Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links. Ich glaube, wir waren hier schon mal, ne? Neubrechen. Bei unserer alten Staffel. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Scania. Ja. Links abbiegen, neue Route finden. Hat sich aber gar nicht gelohnt hier. Route neu berechnen. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Das ist Home. Endlich, wir sind da. Ey, der fängt so spät an zu bremsen. Ich bin darüber gerollt und der ist nicht stehen geblieben. Er bremst. Jetzt ist die Handbremse funktioniert. Heieiei. Du kannst nicht mal einrangieren, so spät bremst er erst. Das ist schon ein bisschen deprimierend. So. 22k, ich komme. Das ist schon wieder da oben. Das ist doch mal eine schöne Mission. Gut, das werden wir jetzt in der Folge und in der nächsten Folge definitiv nie im Leben schaffen können. Aber es wird zumindest eine schöne Mission. Für 29 pro Kilometer. Schon recht lukrativ. Warte mal ganz kurz. Wow.
Oh. Ja, der ist noch 100.000er Mission. Wow. Aber nicht das, was ich wollte, sondern das, was ich wollte. Aha. Leute, die meine alten Folgen kennen, also die ersten 240 Folgen, die erste Staffel, wissen genau, was ich vorhabe. So. Ich mach's ein bisschen offensichtlich. Auch wenn ich keinen Plan habe. Ja, genau. So. Tada! Let's go. Fahrt vorsichtig. Bist du immer noch? Schwerlast, habe ich gar nicht drauf geachtet. 36 Tonnen, let's go. So, ich soll erst. Und schon wieder ein IBP. Ist doch nicht wahr. Das ist bestimmt so eine Firma wie im echten Blackwalks, die einfach im Hintergrund alles kontrollieren. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sonne. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ausfahrt rechts. Boah, ist ja diese Sonne, ey.
links ab. Das Blöde ist halt auch, dass er jetzt mittlerweile die Liste gar nicht mehr richtig sortiert ist. Vorne sortiert er diese Liste. Ich versuche mal zwischen den Folgen was. Indem ich den Ordner, wo die ganzen Lieder drin sind, neu anlege. Mal schauen, ob er dann die richtig anordnet. Wie gesagt, wir sollten sowieso langsam Pause machen. Wo ich eine hohe Position finde zum Schlafen. Jetzt darf ich mal sagen, soll das für die Folge sein? Und dann gucke ich mal, ob ich zur nächsten Folge die Reihenfolge der Playlist ordentlich hinbekomme. Bis dann.